Folge 273 von Simotrans. Ja, die Milch macht's. Das war das Letzte, was wir hatten. Ne? Da wollen wir mal gucken, dass die Milch hier auch ankommt. Noch ist sie nicht hier. Aber ich glaube, wir hatten auch, wie heißt es, ein großes Schiff erst ja, was über das Meer kommen muss. Und ja, das mit dem übers Meer kommen, ne? Wo ich letztens die Karte hier gesehen habe, habe ich noch so gedacht, ne? Warte mal, lass mal die Karte aufrufen, ne? Wenn hier unsere Werft ist, dann kann doch hier ein Kanal gebaut werden, oder? Müsste man mal gucken, ne? Wie das so hier durchgeht, oder? Also hier so lang, wäre ja cool. Und dann da lang und hier lang, oder? Oder hier lang, da lang. Ja, wäre mal eine Idee, oder? Aber ich habe noch keinen Kanal gebaut. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Hier, so. Kanal 3000. Kann man den so bauen hier? Und zack, geht das nicht. Da muss eine Schleuse oder sowas hin, ne? Ja, dann würde ich das erstmal hier enden lassen und dann gucken, wo ist denn hier jetzt eine Schleuse. Schiffsdepot brauchen wir, ne? Schiffsdepot. Kanalbrücke, okay. Kanaltunnel. Kanal zuschütten, nee. Schiffsanleger ist dann wohl unterwegs. Kai. Hafen. Holzhafen. Stückguthafen, Frachthafen, Ölhafen. Ja, ich schätze mal. Kanal zuschütten. Ach, so geht's. Alles klar. Der muss dann so da. Ah, die Schräge ging nicht. Gut. Jetzt müsste man darüber. Ja. Kanalbrücke. Oder Kanaltunnel. So, der Tunnel funktioniert so. Dann kann das nicht sein. Kanalbrücke. War das jetzt die Kanalbrücke? Ja. Dann braucht man hier noch einen Kanal normal. So ist es wohl richtig, denke ich mal, dann, ne? Nochmal rauszoomen. Ja. Dann mal da lang. Und dann hier lang, oder? Und dann da runter. Schleusen sind jetzt nicht da. Wasser läuft irgendwann raus und dann ist das so, oder? Jetzt ist nur die Frage, ob da auch ein Schiff demnächst lang fährt, ne? Also hier ist ein Schiffshebewerk wohl, wenn ich das so richtig sehe, ne? Auf beiden Seiten. Nee, da war ich falsch. Jetzt Karte wollte ich. Das war nicht das letzte Schiff. Der Milchkahn, den er jetzt noch gewusst, wo der ist, ne? Nutzholz, ne? Hier ist er, oder? Ja, aber der ist schon zu weit. Der wird dann nicht mehr durchfahren. Aber wir können ja mal überlegen, weil 300 ist ja nicht viel, ne? Dann machen wir doch mal für die Milch noch einen zweiten, oder? Und der muss doch dann da durchfahren, oder? Milch. Der. Auf die Linie. Weiß ich nicht mehr auswendig. MS Milch, da ist er.
Müsste eigentlich durch den Kanal fahren, wenn es denn funktioniert. Bedient Milch, klar. Und sieht eigentlich schon gut aus, ne, glaube ich. Der fährt, glaube ich, durch den Kanal, kann das sein? Da haben wir schon mal was Cooles gemacht mit dem Kanal. Da mal gerade länger. Schneller, nicht länger. Er sieht tatsächlich so aus, als ob er das macht. Ach so, der sieht, sah eben nur so klein aus. Und wie man jetzt so sieht, ist das gar nicht so klein, der Kanal. Okay, wunderbar. So, jetzt interessiert es mich, wie das hier weitergeht. Naja, so ganz realistisch sieht es nicht aus, ne? Ist klar. Ach, der ist da reingefahren und fährt dann tatsächlich so schräg da hoch. Okay. Optische Täuschung, ne? Naja, passt schon. Okay. Dann könnte es ja sogar sein, dass der schneller da ist wie der andere, wa? Machen wir den zu. Wer ist denn jetzt wo? Der ist im Kanal. Und der nicht. Wo ist das? Knapp daneben ist auch vorbei. Der ist da und der andere ist hier irgendwo. Naja, tut sich jetzt nichts mehr, weil der andere schon ziemlich nah weiter ist. Gut, aber das war ja das, was wir gucken wollten, dass die Milch läuft. Ach so, Karte wäre vielleicht noch sinnig, dass wir da mal hinspringen und gucken, wie viel der Exporteur da so schon, der Exporteur, der Hafen hier liegen hat. Ah, 132 Kubikmeter flüssige Lebensmittel. Jetzt kommen da nochmal welche zu. Also das ist tatsächlich mit einem LKW wahrscheinlich hier zu wenig, ne? Kann das sein? Weil die LKW Mann, das ist eine graue Kiste. Also der wahrscheinlich. Und der kriegt jetzt noch einen Milchanhänger dahinter. Wo ist die Milch? Da passt's. Und kopieren wir mal und starten das Ganze. Noch kein Fahrplan vorhanden, okay. Sag mal schnell, Döbelnhofhafen. Döbelnhofhafen. Starten. Döbelnhofhafen. Starten. So, jetzt sollte die Milch da auch schneller hinkommen, ne? Ich glaube, einer hatte 22 Kubikmeter, ne? Ja, ich glaube, dann geht das jetzt. Dann sollte das mit der Milch auch klappen. Ist hier irgendwo schon die Milch? Glauben wir nicht. Ach so, da unten geht es noch rum. Ah, ich glaube, hier ist die Milch, ne? Nee, das war eine Viehlinie. Da ist die Milch. Ja. Die zweite Milch ist hier wahrscheinlich. Da oben. Gut. Aber der Kanal tut eine ganze Ecke abkürzen. Tut die Eisenbahn. Aber läuft. Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Wir haben einen schicken Kanal gebaut, wo ich ja fast keine Ahnung von habe. Warte, was ist denn an dem Kanal? Kann man da noch was transportieren anders? Also hier ist ja schon mal ein Hafen, ne? Oder ein Bahnhof. Ja, da muss man dann mal überlegen, ob man hier von dem Chemiewerk ist das, ne, oder? An der Raffinerie. Da nicht was hinbringen. Ach, das Ölfeld würde tatsächlich direkt anlieferbar sein jetzt dadurch. Da müsste man einen Hafen dafür bauen. Hier ist ja die Plattform, Ölbohrinsel. Könnte dann direkt darüber, ne? Dann würde man den Zug außen vor lassen. Hier wäre es natürlich dann geschickter, das Öl nach da zu transportieren und dann zu verladen. Müssen wir dann mal überlegen. Aber jetzt
will ich das gerade nicht überlegen, weil das liegt daran, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich hier den Kanalhafen fertig kriege. Kanalschiffsanlegerpost. Hier ist ein Holzhafen. Stückguthafen, Frachthafen, Frachthafen, Ölhafen. Der wäre hier dann hinzumachen, ne? Geht der denn da so hin? Nee. Wird er auch nicht sein. Wird auch nicht gehen. Ich habe keine Ahnung. Ein Ufer muss an einem geraden Ufer gebaut werden. Ein Hafen muss an einem geraden Ufer gebaut werden. Ach, das ist so ein Hafen wie immer, wa? Dann würdest du das so machen müssen, sozusagen, ne? Ne, die Schräge würde ich jetzt so machen wollen. Ja, das ist gestaltet sich jetzt hier gerade schwierig wahrscheinlich. Weil ich würde den ja gerne schon dann hier hinbauen. Warte mal, das ist die Schräge, die ich dann brauche. Ja. Und dann der Hafen da dran, aber dann will der bestimmt Wasser haben. Dieser Boden ist ungeeignet. Jetzt pass auf, jetzt geht's, oder? Nee, geht doch nicht. Vielleicht muss ich es da noch hinter so machen. Nee. Also das gerade Ufer ist schon da. Dieser Boden ist ungeeignet. Küste für diesen Boden. Ist es so jetzt? Weiß nicht. Nee. Wasser ablassen. Dieses Becken kann nicht gefüllt noch geleert werden. Ja, vielleicht macht man es so, ne? Ja, ich glaube, da bin ich jetzt überfragt, wie das funktionieren könnte, ne? Kanal. Aha. Das heißt, daneben kann ich alles wieder wegreißen, was ich da gebaut habe. Das war überflüssig. So. Dann kann ich das auch so machen, ne? Und dann kann ich den Kanal so klassisch so machen. Vielleicht läuft das dann. So, das ist Riedenburg-Raffinerie-Betriebshafen. Und da müsste man jetzt gucken, dass da ein Schiff hingeht, ne? Habe ich denn den Kanalhafen da jetzt richtig gebaut? Fracht. Müsste man ausprobieren, ne? Müsste man schauen, dass man ein Schiff holt. Öl. War ganz unten, glaube ich, ne? Ja. Küstenmotorschiff. Fahrplan. Von da nach da. Ölbohrinsel 100% und das ist eine neue Linie und die neue Linie heißt Motorschiff Öl ja.
Raffinerie. Gut, da müssen wir noch dran arbeiten. Das Öl braucht ein kleines L. Und hier fehlt uns ein Leerzeichen. Ist das die neue Linie oder? Ölschiff. Nee, das wollte ich gerade alles nicht. Okay, die neue Linie haben wir schon gut hingekriegt. Gibt's wahrscheinlich schon das Öl nicht mehr. Ach, Motorschiff war das. MS Öl. Hat er in keinster Weise irgendwo gebaut. Ja, 138 passt, ne? Gut, machen wir zu. Er fährt auf Linie 138, weil die anderen haben es nicht hingekriegt. Ja. Aber wir machen die 138 natürlich. Starten das Schiff. Und müssen dann leider die Linie umbenennen, weil wieder mal gut geklappt hat mit unserer Geschichte hier. Die kannst du gleich löschen. Und hier hat das Umbenennen nicht geklappt. Motor. Schiff. Öl. Minus. Ja, Minus wäre jetzt auch egal gewesen, aber machen wir jetzt. Passt. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, aber ich glaube schon, ne? So, da ist es doch schon, oder? Fährt doch darüber, ne? Wo fährt denn der jetzt lang? Ich sage jetzt nicht, der schafft es nicht, da lang zu fahren, sondern fährt woanders lang. Fährt zur Ölbohrinsel. Machen wir mal Rad verfolgen noch und dann schneller. Ah doch, er fährt auch in den Kanal nur da unten rum. Ja, okay. Gut. Würde ich sagen, haben wir es für die Folge erstmal wieder. Wir haben jetzt mal was ganz anderes gemacht. Unsere Milch wird wahrscheinlich schon abgeholt sein. Die können wir gerade noch mal reingucken schnell. Ich hoffe, dass er abgeholt ist. Ah, da kommt gerade einer. Und einer hat's. Guck mal, der von Norden kam. Ist knapp hinter dem. Der hat die Abkürzung genommen, sozusagen. Das ist doch hier das Milchschiff, ne? Ja. Und jetzt haben wir hier wahrscheinlich was falsch. Ne, das ist Vieh. Das passt. Dann liegt der hier noch dran, oder? Stopp, da war die Milch, oder? Ja, da ist er. 118 Kubikmeter. Passt alles. Und die drei LKW sind zu langsam jetzt, oder wie sehe ich das? Vieh wartet ohne Ende. Und die Milch macht's. Fährt er gleich wieder raus? Ja, der fährt gleich wieder raus. Hier liegt auch noch Milch. Genug Milch. Ist nur die Frage, ob das hier mit zwei Schiffen klappt, dass da immer genug Milch vorhanden ist. Das müssen wir aber in der nächsten Folge dann beobachten. Würde ich sagen, soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.